Herzlich willkommen in was? Wo bin ich? In Grünherz, ja, von Grünschatten. Alles grün. So, mal gucken, was fehlt denn da noch? Ein paar Sehenswürdigkeiten. Ein paar wichtige Sachen hier. So. Alle Endgegner. Und ein Mundusstein. Aber wir fangen einfach mal damit an, dass wir uns hier eine Quest holen. Und zwar, na, wo bist du, Questgeber? Da ist er. Vielleicht ist es ja was Wichtiges, vielleicht ist ja was Geiles dabei. Ich schnappe noch ein Käferbeinchen. Komm mal her. Jawohl. Super. So, also, wir machen jetzt noch Grünschatten und Gratwald, und wenn mich dann nicht Ruh dich aus, mein Herz. noch Es ist alles in irgendwas Ordnung. Wenigstens mir sind was wir hier. Wichtiges einfällt, dann pausiert eh so ein bisschen, bis wieder was Neues da ist. Vielleicht. Ich guck mal. Es ist schon schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil ich habe es jetzt lange gespielt. Aber storymäßig ist nicht mehr viel da. Hallo. Die Erinnerungen an die Jugend sind der Schatz des Alters. Bewahrt sie. Und die sie teilen. Sie werden vergehen, aber sie sind so süß wie das Abenddämmerungsale, solange sie andauern. Zungen von Xarxes. Ich klinge wie ein pedantischer alter Narr, nicht wahr? Vergebt mir. Ist hier alles in Ordnung? Ich frage, weil ich weiß, dass es nicht so ist. Ja, achtet nicht auf mein nostalgisches Gefasel. Es ist nur mein Versuch, mir einzureden, meine eingestaubte Vergangenheit Ja. hätte einen größeren Wert, als sie tatsächlich besitzt. Es ist nicht leicht, alt zu werden. Mein armer Mirelir stirbt. Wir kamen her, um die Blumen anzuschauen. Aber sie scheinen hier nicht mehr zu wachsen. Was ist Ich passiert? weiß es nicht. Nereidenlächeln nennt man sie. So blau. So wunderschön. Es muss welche hier in der Nähe geben. Aber ich bin zu alt, um selbst nach ihnen zu suchen. Aber ich frage mich, falls ihr welche seht, könntet ihr dann ein paar Samen von ihnen sammeln? Ich könnte sie hier aussäen. Der alten Zeiten wegen. Es ist großzügig von euch, zwei alten, dummen Männern zu helfen. Aber diese Samen bedeuten uns so viel. Als wir jung waren, haben wir uns vom Clan Nicht. davongeschlichen und sind zusammen hergekommen. Als wir hier unter dem Nereidenlächeln lagen, hatten wir die Ewigkeit scheinbar für uns. Gibt es denn keinen Weg, Mirelia zu heilen? Nur wenn ihr die Zeit zurückdrehen könnt. Nein. Ehrlich gesagt sind wir älter geworden, als wir es je gedacht hätten. Aber nun ist unsere Zeit eben Ja. gekommen. Nichts kann den Tod meines Mannes jetzt noch verhindern. Ebenso wenig wie den meinen, der nicht lange auf sich warten lassen wird. Okay, dann tue ich euch auf jeden Fall noch diesen Gefallen. Das scheint aber jetzt wirklich eine, ja, eindimensionale Quest zu sein. Besorg uns das und alles gut. Aber das nutze ich einfach mal, um auch ein paar Käfer reinzubringen. Ja. Ach so, ja, was ich vielleicht noch machen werde, sind die Folgen, wo ich die Sammelquests noch mache. Also ja, du, da ist noch ein halbes Jahr, ist da schon noch machbar und vielleicht kommt in der Zeit ja noch viel Neues. Wir schauen mal. Aber ich habe so viel aufgeholt in der Zeit, in der dann doch nicht so viel Neues kam, dass es dann irgendwann wirklich. Sie sind so schön, Hagmin. Denkt ihr, sie werden ewig halten? Was denn jetzt? Sobald ich eins nehme. Es gehört alles uns, Mirelir. Der Wald, die Blumen, alles. Boah, Stimme ist echt toll. Und ja, das finde ich toll, ne? Weil sehr, sehr oft sagt man ja, dass homosexuelle Beziehungen, gerade bei Männern, eher kurzlebig sind. Aber ich kenne jetzt im privaten Bereich, im echten Bereich, doch schon gutes Beispiel dafür, dass das nicht so sein muss. Grüße gehen raus, ne? Weiß Bescheid. Na, guckt er nicht, aber egal. Und ich finde es immer irgendwie schön. Keine Ahnung. Das Leben ist so kostbar und vergänglich. Lasst es nicht an euch vorbeiziehen. Nee. Nehmt euch Zeit, die Liebkosung des Windes zu spüren und Nein, hört, das wie jetzt den nicht. Namen eurer wahren Liebe flüstert. Mirelir. Ich habe noch nie so etwas Süßes und Liebes gehört. Ist er tot? Ja. Sein Dahinscheiden war rasch und friedlich. Und Ein wir bisschen waren traurig, ne? zusammen.
Das ist alles, was wirklich zählt. Bald werde auch ich ruhen. Aber ihr, ihr seid so freundlich. Habt ihr das Nereiden-Lächeln gefunden? Aber klar, hier. Es ist schon komisch. Als wir jung waren, haben uns die Blumen so viel bedeutet. Aber letzten Endes brauchten wir sie gar nicht mehr. Wir hatten unsere Erinnerungen. Aber diese Samen sind wundervoll. Ich erkenne jetzt ihre wahre Bedeutung. Alles klar. Auf Wiedersehen, Mirilir. Ich sehe diese Samen in Erinnerung an das Leben, das wir teilten. Während wir vergehen, sollen andere kommen und dieselbe Freude an den Blumen und aneinander finden wie wir. Alter. So möge unsere Liebe erneuert werden. Für alle Ewigkeit. Jetzt hört mal auf, ihr Zwiebel-Ninjas. Ich hoffe, ihr kennt die Zwiebel-Ninjas. Ja, das sind, wenn das Rührseliges kommt, dass dann irgendwie diese unsichtbaren Zwiebel-Ninjas, also Ninjas sind ja immer unsichtbar, kommen und Zwiebel schneiden in deiner Nähe. Ne? Und nur deswegen werden auch die Augen feucht, ne? Weil Zwiebeln, ja, ja. Ich weine ja nicht. Du weinst. Ich habe dich gesehen auf dem neuen Muscuri-Konzert und ich habe gesehen, du hast geweint. So, wie komme ich denn jetzt in dieses Labyrinth herein? Raus ist ja kein Problem. Oh. Na, lieber Eingang, wo bist du? Weil in dir drinnen ist eine Quest und Ahnenseide. Aber viel wichtiger ist die Quest. Da ist sie. Komme ich da hin? Ist gar kein Labyrinth. Aber die Quest ist real. Ist da rum? Ja. Wer bist du? Und noch einer, der traurig ist. Hallo. Wisst ihr, wie man liest? Ja. Wer seid ihr? Wovon redet ihr da? Natürlich kann ich lesen. Ich werde Sumiril genannt. Mhm. Ich bin einer der Hohlen. Wir leben, um dem Wildkönig zu dienen, der unser Gott und unser Schöpfer ist. Ich wollte euch fragen, ob ihr lesen könnt, denn ich habe da dieses Buch, das die wahre Geschichte des Wildkönigs und meiner Entstehung in sich bergen soll. Ihr könnt es selbst nicht lesen? Ich könnte es lesen, aber ich habe Angst davor. Ich bin nicht wie die anderen Hohlen. Ich kann meine Existenz in Frage stellen. Also du bist da, ich sehe es. Ich kann glauben oder nicht glauben. Was ist, wenn das Buch etwas über die Hohlen enthüllt? Unseren Zweck? Ich könnte von innen heraus zerbersten und zerspringen. Mhm. Ich lese es dann für dich und sag dir Bescheid. Es ist notwendig und ich bin wirklich dankbar. Mhm. Ihr solltet wissen, dass der Autor des Buches es an das Labyrinth gebunden hat. Um das eine zu durchqueren, braucht ihr das andere. Aha, erzähl. Dieses Buch enthält immer nur einen einzelnen Abschnitt. Die Worte des nächsten Abschnitts erscheinen, sobald ihr das Buch aufschlagt. Haltet euch an sie. Mhm. Sie werden euch an einen Ort tiefer im Labyrinth bringen. Dort senken sie sich auf die Seite herab und erschaffen so einen neuen Abschnitt. Alles klar. Und wo ist das Buch? Das ist die Geschichte eines Knaben, das ist die Geschichte des Landes, dies ist die Geschichte eines Knabens und wie das Land entstand. Der Erbe des Jungen war Ostion. Er hatte die Macht, das Land zu formen, er flüsterte seine Befehle und das Land gehorchte ihm auf der Stelle, aber der Knabe war allein. Hm. Ah, da ist er. Okay. Ich verstehe. Komme ich da irgendwann wieder raus? Ah. Gut. Bald schon hörten mächtige Leute von dem Knaben, wie er das Land formen konnte. Mit dem Mädel hatten wir das erlebt. Sie verstanden nicht, dass das, was er hatte, eine Gabe war. Sie sahen nur die Macht, die in ihm innewohnte. Sie wollten erobern. So entschied sich, den Knaben auf die Probe zu stellen. Okay. Kornblume, was willst du mehr? Hallo. Ahnenseide. Und nun? Hm.
Schön. Ich mag solche Quests. Aber bis jetzt ist Grünschatten eher friedvoll, ne? Ein altes, schwules Ehepaar. Das stirbt. Also an Altersschwäche. Und, naja, das Labyrinth. Schui und weg. Ja, das will ich machen. Zack. Die Mächtigen schickten Ostion nach Walenwald, sagten ihm, dass der Walenwald formen und dort eine große Stadt errichten solle. Sie schickten Baumeister, die ihm helfen sollten, aber Walenwald war alles, war anders als das Land, in dem Ostion aufgewachsen war. Walenwald war wild und wütend, und als der Knabe es bat, sich zu bewegen, antwortete es, nein. Ups, das war aber kurz. Ostion und Walenwald kämpften miteinander. Ostion befahl dem Land ein ums andere Mal, sich zu bewegen. Walenwald weigerte sich immer wieder. Bei ihrem Kampf vergaßen sie alles andere. Ostion vergaß die Baumeister, die mit ihm ins Land worden waren. Und Walenwald vergaß die Leute, die in seiner Mitte lebten. Und der fünfte Abschnitt. Der Knabe und das Land begannen ihren Kampf zu lieben. Beide waren einsam gewesen und jetzt war keiner von ihnen mehr allein. Aber während ihres Kampfes wurden die Mausmeister verletzt und getötet. Auch Sumiril, der einst nett zu dem Knaben gewesen war. Und plötzlich erinnerte Ostion sich daran, wer er war und weshalb er an diesen Ort geschickt worden war. Und er fand Sumirils Leiche und bat ihn, das Land ihm zu helfen, sie von den Toten zu erwecken. Okay. Folgt den Worten. But where are they? Hallo? Ah, da? Ja. Ach, nein. Wo sind die Worte? Worte. Da. Okay. Na, das war ja nicht so weit. Ups. Das habe ich vor. Und dieses Mal hörte Walenwald auf ihn und Ostion und Walenwald wurde eins. Zusammen mit sind wir die Wildkönig, Ostion und ich. Sumiril ist unsere erste Schöpfung, unser hohler Mann, den wir von den Toten auferweckt haben. Dies ist die Wahrheit über unser Dasein. Hallo, hohler Mann. Ich bin schon durch dieses Land gewandelt, ja, bevor viele dieser Bäume Samen waren. In dieser Zeit wollte ich wissen, wie ich entstanden bin. Und hier steht ihr mit der Antwort. Und ich zögere, bin unsicher. Möchtet ihr, dass ich euch sage, was ich gelesen habe? Es war schön. Ich bin mir unsicher, was ich mehr bereuen werde. Die Wahrheit zu kennen oder sie nicht zu kennen. Vergebt mir meine Unschlüssigkeit. Bitte fahrt fort. Der Wildkönig ist beides, sterblich und unsterblich. Er stammt sowohl aus diesem Land als auch aus dem Land von fern von hier. Ich spüre, dass das wahr ist. Was ist mit mir? Sprach das Buch auch davon, wie ich entstanden bin? Ihr wart die erste Schöpfung des Wildkönigs und die, die er am meisten liebte. Bitte erzählt mir mehr. Ihr seid die Form, von der die Hohlen nur Abgüsse sind. Alles, was ihr mir gesagt habt, wusste ich bereits irgendwie. Ich spürte, dass es die Wahrheit ist. Ich hoffte, dass es die Wahrheit ist. Ich werde das Unbekannte nicht länger fürchten. Ihr habt die Dunkelheit von mir genommen. Vielen Dank. Tja, gerne. So, ich habe noch ein bisschen. So, gucken wir doch mal. Ich sehe da hinten. Siehst du? Ich sehe da hinten noch was Questiges. Direkt an der Straße. An der Straße. Nach Wanne Eichel. Ich hoffe, das ist auch wirklich eine. Oh, das sind viele. Und das ist eine. Na? Da. Nie ist ein Wespennest in der Nähe, wenn man mal eines braucht. Also bei mir ist öfter mal eins in der Nähe, wenn ich keins brauche. Aber egal. Ich bin echt, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich reden. Erstmal hacken. Jetzt reden. Dumme Wespe, sie entwischt mir immer. Was machst denn du da, außer waschen?
Ich bin eine Initiantin der Jagdgesellschaft, die man die Bluthunde nennt. Aha. Als meine erste Beute soll ich eine Wespe zur Strecke bringen, aber ich... Nun, ich bin keine besonders gute Spurenleserin, wisst ihr? Die Wespe ist mir entkommen. Wespe. Ah ja, ich helfe dann. Würdet ihr das? Das würde ich wirklich sehr zu schätzen wissen. Klar. Um die Wespe aufzuspüren, bückt ihr euch und schaut euch sorgfältig um. Ihr könnt dann erkennen, wo die Wespe gelandet ist. Sucht einfach nach zerdrücktem Gras oder abgebrochenen Ästen an Büschen. Spürt sie auf, tötet sie und bringt mir ihren Kopf. Okay. Okay, ich muss. Ja. Dann sehe ich aber auch jede Menge. Da war doch noch was. Ich habe noch was gesehen. Da. Eine Schlange. Da oben. Wow, sag mal, Wespen. Schwupps. Da lang. Da lang. Mhm. Na, jetzt müsste es aber schon bald vorbei sein, oder? Ah. Ja, da ist sie doch. Ein Mammut und eine Wespe. Achso, nee. Die kommt jetzt mit. Wieso kommt die jetzt mit? Hm? Wieso kommt die mit? Ich wollte doch nur den Kopf haben. Ja, wir beeilen uns mal ein bisschen. Also bis jetzt ist Grünschatten schön. Hallo. Ah, da. Habt ihr die Wespe gefunden? Ja, hier. Fantastisch! Gute Arbeit! Hm. Natürlich kann ich nicht wirklich Anspruch auf diese Beute erheben. Mhm. Aber ich glaube, jetzt, wo ich euch dabei gesehen habe, verstehe ich mehr vom Spurenlesen. Ihr seid ein Naturtalent. Leute. Also bitte. Hm? Ach komm, lass mal. Lass abschließen. Einst hörte ich Ledronor über einen großen Fährtenleser aus langer Vorzeit namens Harras reden. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das wart ihr. Ich habe schon so viel gemacht, aber Harras war ich nie. Ein legendärer Bluthund. Er ist besessen von diesem mythischen Senche. Und seine Jagdgefährten sterben allzu oft. Ich hörte, er wäre im nördlichen Grünschatten auf der Jagd. Okay, habe ich eine neue Quest? Nö. Aber ich sehe hier einmal eine Sehenswürdigkeit. Und wieso habe ich jetzt diese Wespe bei mir? Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Erstmal brauchen wir... Na? Danke. Mhm. Tja. Oh. Mit euch. Komm, zack. Ich hab doch eben da hinten.
oder? Mist. Moment. Erstmal da weg und dann da vorne. Da ist noch eine Quest. Eine Quiqua-Quest. Und bevor wir die annehmen... Oh. Oh. Hier ist doch ein bisschen was los, ne? Aber wir brauchen jetzt... Nein, keine Donnerkäfer. Hallo, Anglorn. Bei CNs Preis. Der Arm. Mhm. Das verdienen wir nicht. Nein. Wir haben nichts falsch gemacht. Nein, nein. Ich glaube langsam, unser Clan ist einfach verflucht. Erst werden wir aus unserem Heim vertrieben. Mhm. Dann finden wir einen neuen Ort zum Siedeln. Nur damit die Erde sich gegen uns erhebt. Das ist nicht gerecht. Und was da geschehen ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.